Hier beinahe unter meiner Würde. Nach diesem Gebiet müssen wir dann die Stadt Berikos kurz aufsuchen und den Tempel. Zeug verkaufen, frische Tränke kaufen, vielleicht mal einen kleinen Überschussvorrat an Tränken kaufen. Hier wäre eigentlich die Bucht südlich von Berikos, von Kerzenburg, aber ich wüsste jetzt nicht, wo hier der Schatz sein soll, den die andere sucht, die wir in dem Gebiet südlich getroffen haben, die sich unserer Gruppe auch anschließen wollte. Weil ich glaube kaum, dass sie das Schiff meinte jetzt. Und ja, das ist die gesamte Küste hier. Sieht ziemlich verwinkelt aus, das Gebiet hier. Hier muss ich mal abgrasen. Dann gehen wir, glaube ich, jetzt von jetzt an von Süden nach Norden entlang. Und gucken uns den Rest an. Wir kommen aber näher, noch 6000 bis zum nächsten Stufenaufstieg für sie. Wer ist näher dran? Ah ja. Yahira braucht noch 1700, 3400. Imoen und Dina hier sind weit weg. Minsk auch, der braucht noch 11000. Khalid braucht noch 7000. Ungefähr. Zum Glück wird das Ganze dann etwa... werden die Level-Ups für Talisa nachher etwas schneller kommen, wenn sie wieder, wenn sie auf dem anfängt, Kleriker zu leveln. Wobei ich nicht weiß, wie das ist, ob sie dann überhaupt Lebenspunkte kriegt eine ganze Weile. Oder ob sie die dann erst kriegt, wenn sie wieder die Kriegerklasse aktiv hat. Und ob sie dann Lebenspunkte von dem Krieger kriegt. Aber das werden wir ja dann sehen, wenn es soweit ist. Weil das wäre schon ein bisschen unfair, wenn sie jetzt einfach die wieder Lebenspunkte für jedes Level abkriegt. Höchstens vielleicht die 2 Bonus-Lebenspunkte. Weil die Level-Ups kriegt sie ja recht schnell zusammen für den Kleriker. Wie gesagt, werden wir alles dann sehen, wenn es soweit ist. Fürs Let's Play ist das halt für mich jetzt was ein bisschen Neuland, weil ich noch nie so eine Multiklasse gespielt habe. Aber ich bin neugierig. Die ersten Stufenaufstiege werden recht schnell gehen wahrscheinlich, weil wir kriegen ja sehr gute Erfahrungspunkte mittlerweile. Oh, ein Wolf. Ein paar Wölfe. 4 Wölfe, kleines Wolfsrudel also. Meine Klinge wird es reichen. So. Au. Komm, bleib da. Wobei, wir hätten einmal wieder ein oder zwei mit uns übernehmen können. Aber im Augenblick sind mir sogar die Erfahrungspunkte etwas wichtiger, ja, gebe ich zu. Der Wolf wäre eh irgendwann wieder aggressiv geworden, hätte uns verfolgt. Und wir hätten ihn dann töten müssen. Aber so haben wir ihn jetzt gleich ausgeschalten. So, da sind wir schon am Kartenrand. Ich glaube, das ist der einzige Rand sogar, über den wir die Karte verlassen können. Jupp. Das hier ist wirklich ein abgeschlossenes Gebiet sozusagen. Gut. Bei dem wir nur über den Kartenrand verschwinden können.
So, schauen wir uns mal weiter um. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir in Baldur's Toren auch genug Erfahrungspunkte machen können, um ein paar Level-Ups dann als Kleriker rauszuhauen. Eigentlich müsste man sogar durchs Hauptspiel von Baldur's Gate alleine an die Erfahrungspunkte-Cap kommen vom Baldur's Gate. Und das Add-on reicht dann locker aus, um ans Add-on-Cap zu kommen. Das sind, glaube ich, ein Moment. Das können wir ja sogar ganz einfach hier nachgucken. Das Erfahrungspunkte-Cap vom normalen Baldur's Gate ist 89.000. Wir haben jetzt gerade 26.000. Jo. Hey, Ogos. Was immer ihr braucht. Ogos. Ogre. Ihr geht weg von denen. Von dem da geht weg, habe ich gesagt. Ich zermalm dein Gesicht. Ich komme ganz hoch. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ist das die. Nein, das ist nur die stinkende Wolke. Kannst du stinkende Wolke? Vor allem kannst du den mal identifizieren. Abwehrhelm. Abwehrhelm, Geschenk des Friedens. Gepriesen für seinen edlen Ursprung ebenso wie für seinen Nutzen für den Träger, war dieser Helm zunächst lediglich als Geschenk gedacht. Es gab weder eine große Krise, noch musste eine gefährliche Bedrohung beseitigt werden. Der Helm war schlicht und einfach ein Geschenk unter Freunden. Es hätte ebenso ein gutes Buch oder eine Flasche Wein sein können, aber Abenteurer denken eben bei der Vergabe von Geschenken weitaus praktischer. Der Helm war seit seiner Erschaffung Zeuge vieler großer Schlachten, aber er ist stets für die ihm zugrunde liegende Tugendhaftigkeit in Erinnerung geblieben. Rüstungsklasse Bonus, nein, Rettungswurf, Widerstand gegen alles Mögliche und schützt vor kritischen Treffern. Ach, sitz du ihn mal auf, Talisa, der sieht fast genauso aus wie der, Infravisionshelm, und der Infravisionshelm sieht an Minsk etwas komisch aus, deswegen kriegt Kali den mal. So, und die ganzen Edelsteine können mal zu Minsk, dass wir nur zwei Leute mit Verkaufszeug haben. Das kann auch zu Minsk und das auch. Pfeile gehen noch bei ihr. Und sie hat es nicht geschafft, tödliche Wolke zu schreiben. Schade. Das ist nicht die tödliche Wolke gewesen, sondern die stinkende Wolke. Gut. Die betäubt also eigentlich nur Gegner. Wer will ich bin voll bewaffnet und kampfbereit. So, Minsk durchsucht mal die Oger. Ein bisschen Gold. Ja, ein Ring. Gut. Sehr schön. Und wir gehen hier nach Norden weiter und dann haben wir das Gebiet auch gleich abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Euer Leben. Ach, mal wieder Schreckenswölfe. Aber die Roten, die nicht ganz so viel Erfahrung geben. So. Nebenbei, die wollen trägt noch die Stiefel der List. Ja, genau. Die werden wir, glaube ich, auch behalten, bis kurz bevor wir zu Baldur's Tor gehen. Die sind nämlich noch an manchen Stellen, können sie nützlich sein, solange wir vor allem in der Wildnis unterwegs sind. Hm.
Hier geht's jedoch nicht weiter. So, dann geht's jetzt erstmal nach Berigos zurück. Weil das Gebiet ist aufgedeckt. Seht ihr ja, Schiffswrack, hier eine kleine Blumenwiese. Sehr viel Vielfalt. So, einmal nach Berigos, bitte. You have been waylaid by enemies and must defend yourself. Du bist ja ein komischer Kraut. Ihr habt eine Aufgabe für die Gruppe. Wow, Wildhunde. Was wollt ihr? Verschont keinen! Ich hab genug davon. Und sogar ein Hauptgegner mit dem Bogen. So, Hauptgegner tot. Nur noch zwei Wildhunde übrig. Ja gut, ich hab genug davon. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Kleine Zwischenkonfrontation. Lass mich mal kurz die Kapitel durchgucken. Erstes Kapitel dürfte eigentlich nicht viel stehen. Nur was vom bewaffneten Dämon. Yahira Khalid. Ach ja, das mit den beiden Zwergen im freundlichen Arm hätten wir noch. Oh ja, das ist das, was wir als nächstes machen sollten. Dieses Gebiet hier. Bevor es zu leicht wird. Und dann den freundlichen Arm vielleicht? Nee, obwohl, wir machen das Gebiet wirklich erst, bevor wir zum freundlichen Arm gehen. Auch wenn es dann zu leicht ist. Gucken wir mal Kapitel 2 durch. Eisen in der Mine. Gold für Winterwolfspelze. Gastkehle. Das mit Brage haben wir. Minsk haben wir auch geholfen. Düna hier zu retten. Gnollfestung haben wir auch. Die Gerüchte vom Volo sind egal. Das ist alles über die Minen. Prism. Wächter am Eingang der Mine, Mine. Kai, dir einen durchbringen. Xan. Brauchen wir auch nicht. Tod vom Malahi. Naschke Minen. Das war das mit dem Grünsteinring. Das war die Triade, die wir geholfen haben. Das Kind mit der Katze. Das mit dem Bären, der Paladin, dem wir, die Paladinin, der wir geholfen haben, die Kreischlinge zu töten. Räuber, Trank auf dem Jahrmarkt. Bildhauer, Prism, das hatten wir schon. Branwen, die wir befreit haben, die versteinert war. Das mit dem Hund. Basilus haben wir gemacht. Bei Offizierin Vai waren wir schon. Transik haben wir aus Versehen getötet. Das mit Silke haben wir auch schon gemacht. Miranis Brief haben wir auch schon geholt. Beziehungsweise hier gegeben. Das mit dem Dieb habe ich ja gerade gesagt. Gurke im Mantelwald waren wir noch nicht. Das mit Björnin und den Halbbogern haben wir auch schon gemacht. Wir haben Tritzto Urden geholfen. Basilus. Das mit dem Huhn haben wir auch schon gemacht. Das mit dem Schädel, ja, für das Huhn. Das mit dem, ja, Tatzok fehlt noch. Ja. Dann bleibt uns jetzt wirklich nur der Weg nach Ulcaster. Über den Tempel. Okay, wo sind wir? Wir sind hier oben. Dann gehen wir erst einmal zum Wirtshaus runter. Schlafen dann einmal im windigen Schwindler, weil es 2 Uhr nachts ist. Die Schmiede wird nicht offen haben. Habe ich denn? Nö, habe ich nicht. Ich habe noch das Autogramm und den Brief von Tanzig an Tatzok. Beziehungsweise den Brief von Tatzok an Tanzig.
Und die ganzen Gegenstände hier. So, Pfeile.